Und damit herzlich willkommen zu unserem Teil 3 des Let's Plays der Final Fantasy 16 Demo hier auf GeForce Now im Ultimate Tier. Mein Name ist Inlead, ihr seid hier bei Cloudplay, eurem Kanal rund um das Thema Gaming in der Cloud. Ja, was haben wir erfahren? Wir haben den Clive Rossfield begleitet, erst in einer späteren Zeit als Wyvern bei einem Angriff auf Sunbreak. Aha. Und jetzt zurück in der Vergangenheit. Der 15-jährige Clive musste sich erst schlagen in seinen ersten Gefechten rund um die Stadt. Und jetzt sind wir hier im Phoenix Gate. Wir sind überfallen worden, auch wieder von sunbreakischen Streitmächten. Vielleicht ist das ja der Grund des Zwistes, den wir später erfahren. Keine Ahnung. Spoilerfrei wird das hier alles. Und wir müssen jetzt sozusagen diesen Angriff vereiteln und schauen, ob wir herausfinden, was das Ganze auf sich hat. Ja, wie ihr seht schon, wir spielen ja auf GeForce Now Ultimate das Ganze irgendwo zwischen 80 und 120 Frames per Second. Wir haben alle Hochrechnung und Upscaling Optionen ausgestellt. Alles auf Ultra, spielen ja in 1440p und das ganze Spiel sieht einfach absolut fantastisch aus. Also nach wie vor meine Meinung, es ist die beste Fassung des Spiels. Es ist der Ultra-Modus in noch nicht gesehener Qualität, aber mit Frames per Second jenseits der 80. Und jetzt können wir hier auch mal in richtig schönen FPS die ganzen Wachen zerschnetzeln. Ein Wahnsinn. Aber für diejenigen, die jetzt ganz neu einschalten, ihr könnt euch mal Teil 2 anschauen. Da erzähle ich ein bisschen was zum Kampfsystem. Ganz grob zusammengefasst, Kombos sind wichtig, ne, wie die hier. 2, 3, 4 und danach einen Magieangriff rein. Dadurch kriegt ihr den meisten Damage raus. Und dadurch könnt ihr die Sachen verketten und am Ende gegen die Bosse ist genau das wichtig. So. Hier steht alles in Flammen. Wachen am Boden. Weiter geht's durch die Tür. So, und wie in jedem Action und auch JRPG, wenn man viele Zaubertränke bekommt, heißt das meist nichts Gutes, denn das bedeutet, man wird sie gleich brauchen. Und auch hier haltet euch fest. Wir nähern uns dem Finale der Demo. Und am Ende gibt's immer eins. Fiese Gegner. Hier seht ihr wieder den Effekt, die Zwischensequenzen schalten um, also die sind nicht vorgerendert, sondern die sind live berechnet, aber die Frames per Second sind limitiert auf 30. Das finde ich schon sehr seltsam, zumal die Immersion, also dass man immer noch in der gleichen Welt ist, wird dadurch doch ein Stück zerstört, weil man deutlich sieht, dass man jetzt in der Zwischensequenz ist und wenn es dann wieder umspringt, geht man wieder auf 80 plus. Also ich hoffe, da wird demnächst mal ein Patch erscheinen. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen viele, viele Feinde kämpfen und alles, was wir gelernt haben, anwenden. Gut, der erste ist schon mal passé. Ist schon mal gut. Schauen wir mal, dass wir den Magier ausschalten. Combo rein. Sehr gut. Königsflug, Hauptmann. Und wieder eine Combo. Und ihr seht schon, wenn man die Combos spielt, dann sind die Gegner eigentlich auch kein Problem. Zumal wir ja hier immer noch im Tutorial sind. Finale Vollstreckung hieß das Ganze. Das wäre geschafft. Bist du verletzt? Nope. Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Nicht so schnell. Da ist er. Der Berühmte. Von den Covern der älteren Final Fantasy Spiele inspiriert. Oh, wir müssen ausweichen. Los geht's. Ich schalte das hier einmal wieder aus. Dragoon der blendenden Morgenröte. Yep. Ausweichen. Diese Angriffe tun sonst weh. Und eine Combo rein. Sehr gut. Lohnschwinge. Oh, jetzt müssen wir schauen, dass wir wegkommen. Die tun sonst weh. So. Combo im Nichts. Auch immer schön. Sprung. Das tut weh. Da muss man schnell weg. Halt still, verdammt. 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Der hat uns erwischt. Also der haut schon zu. Das ist schon eine kleine Challenge. Zum ersten Mal, würde ich sagen. Vielleicht auch gerade für neue Spieler. Aber wie gesagt, ausweichen, Kombos setzen, nicht treffen lassen, so wie ich hier. Ich setze gleich mal ein Steinautonikum an, dann sehen wir das auch mal, ne, so. Jetzt haben wir im Prinzip für kurze Zeit erhöhte Abwehrkräfte. Können uns ruhig auch mal ein bisschen treffen lassen. Sprung, ausweichen, wichtig. Und dann rein. 2, 3, 4. Magiegeschoss, hat nicht geklappt. Und wir haben wieder eins auf die Mütze bekommen. 2 auf die Mütze. Das sieht nicht gut aus. Sprung, weg. Man kann übrigens auch super in der Luft kämpfen, kann ich vielleicht auch mal zeigen. Wenn ich mal die Gelegenheit dazu bekomme. Jetzt vielleicht so. So, ne? Also hier, man kann auch. Noch kann er nicht so viel, aber man kann später auch in der Luft ausweichen und dann seine Kombos dadurch verlängern. Sprung weg. Königsflug, Kampf. Und jetzt haben wir ihn gebrochen. Jetzt können wir ihm richtig eins auf die Mütze geben. Kombos, 2, 3, 4. Magie.
1, 2, 3, 4 Magie. Und ihr seht auch, durch die Kombos erhöht sich der Multiplikator. Ist jetzt schon bei 1,2. Und dadurch macht er natürlich noch mehr Schaden. Alles wie gewohnt bei Final Fantasy. Bloß jetzt hier eine Actionfassung. 2, 3, 4 Kombo versaut. Also obwohl die Kombo so einfach ist, scheine ich sie öfter mal nicht hinzubekommen. Oh, jetzt kommt der Spezialangriff. Geblockt. Und kommt direkt zurück. Mit Prompt. Und wir haben ihn wieder gebrochen. Ja, mache ich ja schon. 1, 2, 3, 4. Und da ist die Kombo. Lohnschwinge rein. 1, 2, 3, 4. Kombo. Phönixflug. Magiegeschoss. 1, 2, 3, 4. Kombo. Und jetzt wieder ein bisschen ausweichen. Es macht dann wieder fiese Sachen. Doppelsprung. Ein Sprung. Und zwei Sprung. Na gut. Ist das alles, was du hast? Immer schön ausweichen. Gucken, was er macht. Doppelsprung. Eins. Zwei. Oh, man kann diesen Doppelsprung auch perfekt ausweichen. Also, wenn ihr besser seid als ich, macht da gerne perfekte Ausweicher hin. Dann kriegt ihr ihn noch schneller klein. Oh, da müssen wir weg. Hier haben wir... Da müssen wir auch weg. Zwischendurch gerne auch immer mit ein paar Geschossen ihm eins überbraten. Oh, jetzt kommt der Doppelsprung. Versuchen wir den zweiten perfekt zu dodgen. Nee, kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Da fehlt mir noch das Skill. Trotz Level 110 im Hauptspiel. Parieren. Eine neue Fähigkeit. Verwende X genau dann, wenn ein Gegner dich angreift, um seine Attacken zu parieren. Eine erfolgreiche Parade verlangsamt kurz die Zeit und ermöglicht einen Gegenangriff. Also im Vergleich zu anderen Spielen, wo es vielleicht Blocken und Parieren gibt, mit der gleichen Taste müsst ihr hier mit eurer Angriffstaste parieren. Mit X. Kleine Besonderheit. Und Parade konnte das Ausführen einer Esper-Fähigkeit während der Zeit nach einer erfolgreichen Parade Das Ausführen einer Esper-Fähigkeit, während die Zeit nach einer erfolgreichen Parade verlangsamt ist, verringert die Wartezeit bis zum erneuten Einsatz der Fertigkeit geringfügig. Also wenn er pariert und danach die Esper-Fähigkeit, in dem Fall die Lohnschwinge reinhaut, könnte er sie danach noch schneller einsetzen. So, versuchen wir das Ganze mal. Ach, jetzt haben wir es hier schon gerade geschafft. Okay, also hätte ich jetzt mal die Lohnschwinge einsetzen sollen. Rechts seht ihr, wie sich die Kombo-Leiste auffüllt. 1, 2, 3, 4, Kombo, Lohnschwinge, 1, 2, 3, 4, Kombo, Phönixflug, Kombo, 2, 3, so, jetzt ist er wieder weg. Doppelsprung? Immer noch nicht. So, jetzt versuche ich es mal und... Nee, das hat nicht geklappt. Nein, aber jetzt habe ich den perfekten Konter hinbekommen. Auch nicht schlecht. Doppelsprung und ausweichen. Und? Ach. Das muss ich noch üben mit dem perfekten Ausweichen des Sprungs. Und auch hier hat es nicht geklappt. 3, 4 Kombo. Und jetzt ist auch der Dragoon gleich passé. Das war's. Dragoon der blendenden Morgenröte bezwungen. Und ein bisschen Beute gibt es auch. 63 Erfahrungspunkte, 75 Fähigkeitspunkte und wir sind Level 8. Skillen kann man in dem Spiel nicht, das ist actionorientiert, das heißt die Skillung wird automatisch von Level zu Level übernommen. Ihr werdet dann einfach besser. Was ihr aber euch in aller Genüge, wo ihr euch austoben könnt, sind die Fähigkeiten. Ist der tot? Die könnt ihr im Prinzip später nach Lust und Liebe zusammenstellen. Da gibt es auch unglaublich viele, ihr könnt immer nur 6 Stück mitnehmen. Und also die Waffen, da gibt es auch mehr, als man zählen kann. Kaiserliche Schlangen. Wollen sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Clive, sieh her. Diese Scherben wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung! Auf dein Ross! Oh oh. Was ist das? Ist nie ein gutes Zeichen. Who is that? Das sieht so episch aus.
Kapuzen tragende Gestalten, deren gesprochene Wörter man nicht hört, sind nie ein gutes Vorzeichen. Torgal, da bist du Torgal. Ja! So ein Glück! Euer Gnaden, seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalie holen. Ihr müsst mir helfen. Bringt Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. So, Leute. Für alle Zartbeseiteten, es wird jetzt nicht einfach. Vater? Verzeiht euer Gnaden, das kann. Aber gemeinsam schaffen wir das. Auch wenn ich jetzt schon zum dritten Mal durch diese Sequenz durch muss. Ihr falschen Schlangen! Zurück, ich warne euch! Lauf, Joshua! Lauf! Nein! Eieiei. Das war Lord Rosfield, meine Damen und Herren. Erfüll du deine Pflicht. Du musst Vater beschützen. Ich wollte. Das sieht cool aus. Der Phönix ist erwacht. Da ist er. Das Problem bei solchen Viechern ist, der Phönix. Wenn man sie nicht kontrollieren kann, Joshua! Ist das nicht unbedingt was Gutes. Von Ambrosia. Ich danke dir, mein Schutzengel. Also ihr seht, hier geht's gut zur Sache, was den Bodycount angeht. Was wir mal versuchen können, ist, aber ich komme jetzt nicht in die Einstellung, wir können mal versuchen, ob wir Frame Generation anstellen. Das werden wir mal machen. Wir werden mal die Frame Generation anstellen, um zu schauen, ob die die Zwischensequenzen boosten kann. Oder ob die einfach auf 30 gecapped sind, egal was. Oh oh. Da haben wir ihn. Noch eine Espe des Feuers? Aber das ist unmöglich. Ja, das war leider Lord Murdoch. Und
Und jetzt sind wir auch in der Sequenz, die wir am Anfang des Spiels schon gesehen haben und schon gekämpft haben. Los. Dass wir jetzt ein bisschen besser wissen, worum es geht. Joshua verwandelt in den Phönix, kämpft gegen einen unbekannten Esper, der auf einmal erschienen ist. Und der ist auch, wie es aussieht, mit an der Verschwörung beteiligt ist, denn er will uns umbringen. Und jetzt sind wir hier wieder im Kampf und es geht wieder zur Sache. Ich schalte uns das UI wieder ab. Und wir sind hier eh bei 100 Frames per Second. Der Esper des Feuers setzt uns ordentlich zu. Kämpfe des Phönix. Nein, Kämpfe als Phönix. Die folgenden Kommandos sind für Phönix verfügbar. Y Feuerball, L zielen, RB ausweichen. Wenn du deinen Gegner im Visier hast, vergrößert sich der Kreis. Das ist dein Signal zum Feuern. Alles klar. Versuchen wir diesmal uns besser darzustellen. So, also wir müssen jetzt hier mit dem linken Stick zielen und hauen ihm ordentlich eins mit Feuerbällen um die Nase. Und wenn er angreift, müssen wir ausweichen. Ansonsten tut es nämlich weh. Gut, das haben wir geschafft. Und die Musik, die ist so episch. Und wieder ausweichen. Wieder geschafft. Perfektes Ausweichen. Na bitte. So langsam kommen wir zurecht als Phönix. Ja, zumindest bis jetzt. Oh oh. Ausweichen. Geschafft. So, weiter geht's. Oh nein, nicht schon wieder. Interessiert mich aber doch mal, dass wir hier schaffen. 80, 90 Frames, okay. Ich komme leider immer noch nicht ins Hauptmenü. Vielleicht? Nee, auch das Companion ist gesperrt. Gut, dann müssen wir hier erstmal durch. Aber wir testen das nochmal mit der Frame Gen. Erstmal müssen wir hier durch dieses einstürzende Apoditerium uns irgendwie durchkämpfen, ausweichen. Während uns der ganze Bildschirm in Funken und Sprüh durch die Gegend fliegt. Und die Musik tut noch ihr Übriges, also Wahnsinn. Das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Bosskämpfe, die dann später noch kommen. Das ist so epic. Ausweichen. Oh, jetzt haben wir aber ordentlich schon was abbekommen, wie ich sehe. Wie ist das denn passiert? Wo ist er? Wo ist er? Da. Muss ich diesen einstürzenden Gebäude eigentlich gehen? Jetzt muss ich wieder ausweichen, ne? Boah, jetzt haben wir es geschafft. Bam. Und filmischer Angriff. Jetzt haben wir ihn doch schon zu zwei Dritteln runter. Aber wie oft? Bei so einem Battles heißt es ja nichts, wer weiß, wie viele Phasen er noch hat.
jetzt wieder ausweichen. Läuterung in. So, das ist der Moment, wo wir jetzt möglichst viel Damage machen müssen. 5, 4, 3, 2. So ein genanntes ein Damage-Meter, ne? Ein Test, bei dem man möglichst viel Schaden innerhalb einer Zeit machen muss. Wenn man das nicht schafft, ist man meistens tot. Und jetzt kommt das Purgatorium zum Einsatz. Eieiei, wir hatten ihn doch schon runter. Ich schalte jetzt mal die Frames wieder an, aber mit seinem letzten Move schickt er uns in die Lebensflamme und wir stehen wie ein Phönix aus der Asche wieder auf. Bam! Und besiegen ihn. Esper des Feuers bezwungen. Unser erster großer Esper-Kampf. War doch gar nicht so schwer, oder? Aber war auch ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, wenn man sich dann später darüber klaren wird, was hier eigentlich passiert. Selbst das ist ja momentan gar nicht so klar. So, komme ich jetzt in die Menüs? Nee, komme ich immer noch nicht. Und der nächste Body ist gefallen. Also die nehmen auch keine Rücksicht. Wie es aussieht, ist das Vieh auch immer noch nicht tot. Sehr schade. Aber jetzt gibt es den Rest. Nee, doch nicht. Das war's. Immer noch nicht. Wie viel hält das Vieh denn aus? Interessanterweise, schaut mal, haben wir jetzt eine Zwischensequenz, wo wir mit 70 Frames per Second laufen. Also das ist keine 30 FPS Zwischensequenz, das ist jetzt eine Unlocked Zwischensequenz. Interessant. Das ist aber auch fies. Wir haben den doch vorhin besiegt. Er war doch tot und jetzt killt er uns. Computerspiellogik ist manchmal hart. Oh, doch noch nicht ganz. Die geben sich echt den letzten Rest, die beiden. Selbst jetzt kommen wir nicht in die Menüs. Und wir sind wieder in der 30 FPS Zwischensequenz. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch das Ende der Demo. Helft mir. Zumindest war es auf der PS5 so. Eieieiei. Ist doch nicht nochmal ein schöner kleiner Teaser. Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen.
Mein Beileid, Euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Das ist doch Annabel Rossfield, die auf einmal mit den Garden der kaiserlichen Armee redet. Joshua war meine Welt. Was ist denn hier los? Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Euer Gnaden, seht her! Ist dein Sohn, Mann. Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Ja. Wartet! Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt. Er sei ein guter Soldat. An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen rechten Platz. Also wenn ich vorhin gesagt habe, das ist keine reine Schwarz-Weiß-Malerei. In dem Fall ist es eine Ausnahme. Sie ist einfach von Grund auf böse. Könnt ihr euch schon mal merken. Und so haben wir jetzt auch die Vorgeschichte erfahren, wie es Clive Rossfield in die kaiserliche Armee verschlagen hat und damit... Ist das Ende der Demo erreicht? Ja, schreibt mal gern, was ihr davon haltet. Zum einen natürlich von dem Spiel, aber zum anderen von der Performance auf GeForce Now. Wie gesagt, ich habe zweigeteiltes Urteil. Auf der einen Seite, alles, was um Ingame angeht, ist top-notch. 120 FPS oder 80 bis 120 FPS. Es sieht traumhaft aus auf Ultra-Einstellungen. Aber diese Zwischensequenzen, 30 FPS, ach, ich meine, es ist jetzt kein großer Issue, aber irgendwie liegt es mir noch ein bisschen auf dem Magen, einfach weil diese Immersion so gebrochen wird. Ne? Im Spiel hast du wirklich eine butterweiche Anzeige, du hast auch keine Umgebungsunschärfe, du hast kein Stuttering, gar nichts, du fühlst dich wirklich wie im Spiel und dann kommt dieser Switch und diese Switches sind ja eigentlich so gebaut, dass man denkt, man geht nahtlos vom Spielen in die Zwischensequenz über, aber man merkt es hier einfach sofort. Klar, ich habe es jetzt hier auch angezeigt als Demo-Zweck, aber man merkt es auch beim Spielen, wenn man dafür empfindlich ist, oh, jetzt kommt eine Zwischensequenz, oh, jetzt kann ich wieder spielen und da ist der Unterschied doch sehr groß. Hier noch eine kleine coole Info, euer Spieldurchlauf wird gespeichert, das heißt, selbst wenn ihr euch die Vollversion später kauft, könnt ihr da direkt weiterspielen und müsst das Tutorial hier im Prinzip nicht mehr von vorne spielen. Demo abgeschlossen. Action-Fokus. Sehr schön. Erstellen. Ja? Achso, das habe ich jetzt schon gemacht. So, schließen. Hier könnt ihr natürlich gleich im Steam-Shop kaufen. Ich kann euch die Complete Edition ans Herz legen. Die hat im Prinzip noch die zwei DLCs. Das erste DLC ist wirklich kurz. Das geht, glaube ich, nur so 3 Stunden. Da ist nochmal eine kleine schöne Zwischensequenz. Der zweite DLC ist schon ziemlich cool. Da wird noch eine relativ wichtige Story um einen Esper am Ende erzählt. Also guckt auch ruhig da mal rein. Ja, das war unser kleiner Flug durch die Demo. Wir haben das komplette Tutorial gespielt. Wir haben eben nochmal die Endboss-Demo gespielt. Und wir haben uns auf GF Now ein bisschen umgeschaut, wie das Spiel läuft. Ich muss sagen, ich bin fast vollständig überzeugt. Das Spiel sieht nämlich auf einer Seite absolut fantastisch aus. Es läuft mit Ultra-Einstellung, ohne DLSS, ohne Frame Generation, ohne alles, mit 80 bis 120 Frames per Second bei 1440p. Der Stream ist in einer wie gewohnt absolut fantastischen Qualität. Kein Stuttering, keine Blockbildung. Ihr habt ja auch dank Nvidia Reflex eine sehr, sehr niedrigen Punkte, ein sehr direktes Spielen, also eine Top-Qualität. Einziger Wermutstropfen aber sind die 30 FPS in den Zwischensequenzen. Eieiei, gerade als jemanden, dem das doch sehr schnell auffällt, wirkt das ein bisschen immersionsbrechend, sage ich mal. Also ihr merkt schon sehr deutlich, wann ihr in der Zwischensequenz seid, wann ihr dann wieder ins Spiel kommt. Und eigentlich ist das eine der großen Stärken von Final Fantasy XVI, dass man eigentlich gar nicht
so richtig weiß, ist das jetzt eine Zwischensequenz, spiele ich das gerade, die Wechsel sind da eigentlich flüssig und da hoffe ich sehr, dass Square Enix da noch nachliefert, zumindest eine Option zur Verfügung stellt, dass man das ankappen kann. So, das war es jetzt aber von mir. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, wie euch das Spiel gefallen habt, ob ihr auch mal die Demo ausgetestet habt oder ob ihr euch es sogar kaufen wollt. Ihr seid hier bei Cloudplay. Wir freuen uns immer über Demos. Wir freuen uns natürlich immer über Demos, aber wir freuen uns auch über Likes, über Abonnenten, falls ihr dazukommt neu, falls ihr das Video sharen wollt, teilen wollt oder falls ihr bei uns auf den Discord kommen wollt, findet ihr alles hier unter der Videobeschreibung. Jeder ist gern gesehen und damit sage ich tschüss, ich bin raus und macht's gut, habt Spaß bei allem, was ihr tut. Ciao!